Servus Leute, ich melde mich zurück aus dem Sumpf. Bound by Flame, Folge 12. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Ursprung der Krankheit, der Verwirrung, der Verderbnis, was auch immer die Dorfbewohner geplagt hat. Und ja, östlicher Teil des Sumpfes. Hier scheint es mehr von der Sorte zu geben. Soll mir recht sein. Ich habe jetzt immerhin wieder drei Heiltränke. Mann, die hier Dreck aufwirbeln. Ist aber nicht nett. So, das Zeug alles einsammeln. Irgendwo hat es da noch gefunkelt. Ich glaube, da komme ich hier hoch. Ah, eine Kiste, eine Truhe. Amboss, ja toll, wieder ein Zweihänder. Ist auch langsam echt nicht mehr lustig. Ich guck mir den gar nicht groß an, ich werde ihn eh nicht nehmen. Sonst ist hier wieder nix. Nee. So, wieder so ein Rankenteil. Ah, Moment, das gehen wir anders an. Ich weiß ja nicht, ob das auffällt im Tarnmodus, wenn man hier so ein bisschen rumflunkert und blitzt und leuchtet und was weiß ich alles. Aber das Anschleichen funktioniert gut. Ich frage mich allerdings, ob die einen dann wirklich nicht sehen oder ob man dann von hinten anschleichen muss. Weil bei der Ranke ist es schwer zu erkennen, wo jetzt vorne und wo hinten ist. Wobei ich mich eh frage, wie das Ding überhaupt sehen kann. Hier durch die Suppe latscht. Was noch mehr? Gar nicht gesehen. Schießt sie jetzt noch drauf? Ah, da ist wieder so eine, ja, Leiche von einem verstorbenen Abenteurer, der wohl nicht so viel Glück hatte wie ich bisher. Aber zwei Einhänder hatte der wohl auch nicht dabei. Ah, blöd, ne? Ist da noch hin? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt erst noch hier hoch. Und schau mal, ich will mir ja nichts entgehen lassen hier. Oh je, ich stehe hier schlecht. Verrecke! Ja, nicht du! Nee. Leider. Aber es geht auf jeden Fall besser. Sybil zieht es echt weiterhin vor, auf dem Boden zu liegen, aber muss sie wissen. Solange ich nicht dabei sterbe, ist alles okay. Okay, immerhin eine Kiste mit Beinschienen. Werde ich mir jetzt gleich mal kurz anschauen. Handschuhe habe ich auch bekommen. Schwertmannshandschuhe. Giftwiderstand oder Magiewiderstand? Das ist jetzt die Frage. Aber ich glaube, im Sumpf bringt man Gift vielleicht mehr. Lege ich mal die an.
hier, das scheint nicht so gut zu sein. Nee, nee, also die werden recycelt. Absolut unbrauchbar. Was hat hier noch aufgeleuchtet? Nee, nix. Okay. Weiter geht's. Habe ich den Teil auch? Dann gehe ich jetzt hier lang. Oh, das war wieder ein bisschen übereifrig. Aber es muss auch so gehen. Jetzt hopp's hier mal nicht so rum, Mensch. Ich sehe hier gar nichts. So ein Scheiß. Na komm, stirb jetzt. Oh, da kommt noch mehr. Der hat hier seinen Bruder geholt. Sein Cousin. Schon mein Bruder, ey, ja? Da leuchtet auch schon wieder der Baumstumpf. So, hier gibt's nichts mehr. Dann geschwind voran. Okay. Ich glaube, ich sitze an der Quelle. Ein paar Untote, die haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Ist ja auch nett. Oh, der sieht noch nicht ganz so untot aus. Scheint jetzt beides zusammenzugeben. Das ist einer, der haut zwar schwer zu, aber langsam. Aber irgendwie passt Timing bei mir gerade noch nicht. Ach, der Blocker ist das ja, ja klar. Den kenne ich doch auch noch. Na also. Finde die Höhle der Kreatur, die für die bla 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 und so weiter. Okay. Die richtigen Entscheidungen. Ja. Was will mir das jetzt sagen? Hauptmann? In dieser Höhle ist niemand, den du kennst. Sei dir dessen sicher. Das Wesen, das hier lebt, will unseren Körper übernehmen. Hä? Du meinst meinen Körper? Traurig, dass du deine Abwehr nicht anders einsetzt. Es frisst deinen Geist in diesem Augenblick und du leistest keinen Widerstand. Wenn du nichts dagegen machst, wirst du ausgelöscht, ersetzt. Und das ist auch nicht in meinem Interesse. Das nenne ich Ironie. Machst du nicht genau dasselbe? Ein beleidigender Vergleich. Dieser Parasit ist nichts. Unbedeutend. Ich kann uns schützen, wenn du es zulässt. Du solltest mir mehr Raum geben. Mehr Freiheit. Öffne deinen Geist, statt mich einzusperren. Wir werden sehen. Ich soll dir gestatten, dein Revier zu markieren. Aber zu welchem Preis? Du erhältst Zugang zu einem größeren Teil von mir. Zu meinem Wissen, meiner Macht. Du riskierst nur, mehr Wissen und Macht zu erlangen. Und das kann dir nicht schaden. Wir werden nur stärker. Wir beide. Also demnach ist alles in Ordnung und es gibt keinen Haken. Vielleicht erfährst du eine leichte physische Veränderung. Dein Körper ist nicht geschaffen, eine Macht wie mich zu beherbergen. Sie wird dich verzehren, wenn du dich weigerst. Siehst du? Gib's zu. Du fühlst dich besser. Was auch immer du riskierst, wenn du mir vertraust, ist nichts gegen das, was dich erwartet, wenn du es nicht tust. Wehrst du dich gegen die Entwicklung? Werden wir beide untergehen. Diese Welt wird uns folgen.
Okay. Na gut, aber es hilft ja nichts. Die Bestie muss getötet werden. Na gut. Ob nun wegen des ständigen Geschreis oder deinem Gejammer, mein Kopf wird so oder so explodieren. Also mach es einfach. Okay, was kommt jetzt? Kluge Entscheidung. Du wirst es nicht bereuen. Jetzt musst du deinen Geist leeren. Erlaube mir, mich zu entfalten. Endlich. Ich kann mich bewegen. Atmen. Frei denken. Okay. Und das hat mir jetzt was geholfen? Das hat sich wahrscheinlich der Einfluss... Was? 20% auf einen Schlag? Wow. Okay. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich neue Möglichkeiten freigeschalten. Jetzt muss ich da nochmal reinschauen. Bei Pyromane. Jetzt ist nur die Frage. Feuergeist beschwören. Das klingt doch auch lustig. Also in nächster Zeit werde ich dann auch mal hier wieder was reinsetzen, weil ich benutze die Flammenwaffen ja eigentlich ständig. Und die Wächterflammen auch, also... Wenn ich dann mal sehe. Du kannst weitergehen. Wenn irgendwas versucht, deinen Geist einzunehmen, mache ich klar, wer hier das Kommando hat. Dieser Ort verursacht Gänsehaut. Zumindest bekommt keiner mit, wenn ich mir in die Hosen mache. Hat auch Vorteile, ja. Wenn du deinen Körper nicht kontrollieren kannst, hetz mich nicht so. Okay. In die Höhle des Flüsterns. Kann ich jetzt hier wieder Licht machen, oder? Oh nee, das war schon das Licht, scheiße. Na dann wieder an. Hier piept's schon wieder irgendwo. Hier gelandet. Oh. Es sind noch mehr von diesen Besessenen. Und da ist wohl alles zu spät bei dem. Aha. Das da piept da so. Eine Truhe. Die wieder nichts Vernünftiges drin hatte. Wow, Mensch, habe ich immer ein Glück, Leute. Gebt mir eine bessere Waffe, verdammt. Waffe. Muss Waffe haben. Da, du, gib Waffe. Ah, Hacker. Okay, ich sollte aufhören damit, aber ich habe was Neues bekommen. Bitte lass sie endlich besser sein. Ja, Mensch. Also der Grundschaden ist höher, auch wenn der Rest erstmal noch ein bisschen gepimpt werden muss, aber... Jetzt werde ich mal schauen, was ich hier machen kann. Physischer Schaden. Was hätte ich sonst noch? Ich kann den Gegner anzünden. Tarnangriffe. Ich habe jetzt schon gehofft, dass bei Vampir irgendwas kommt von Lebensübertragen oder so, aber... Das gibt's wohl scheinbar nicht in diesem Spiel. Aber das ist halt schon cool. Aber ich glaube, dauerhaft plus 1 Schaden ist doch besser. Also Störfähigkeit, das klingt irgendwie gar nicht so spannend. Nee, dann nehme ich nochmal das hier. Für den Anfang kann ich mir ja immer noch was überlegen. Tarnangriffe tödlich, ja, das ist alles Blödsinn. Nee, dann kritische Treffer wie beim anderen auch. So, und jetzt müsste die ja... Na, zumindest der Grundschaden ist besser. Auch wenn sonst nicht alles besser ist, aber... Ja gut, der Tarnschaden wäre halt mit den anderen besser gewesen, aber... Ich kann mich auch nicht darauf verlassen, dass der Tarnmodus immer funktioniert. Und gefährlich wird's ja auch immer erst dann, wenn ich eben nicht mehr im Tarnmodus bin. Okay. Also es geht jetzt in beide Richtungen darunter. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier... Ja, da ist nichts.
Toll, es geht in die Tiefen und ich muss hochklettern oder was? Sinn, komm raus. Du bist umstellt. Okay, da sind wieder so ein paar Kumpels. Was ist denn das da drüben, was da so sprudelt? Ah, rotz mir nicht voll, Junge. Spinnst du? Das ist wieder so einer. Okay, im Dunkeln sah der irgendwie anders aus. Ich immer noch Hunger haben. Ha! Noch freue ich mich. Er hat mich noch nicht getroffen. Er hat mich tatsächlich überhaupt nicht getroffen. Na toll, das war jetzt gemein. Penner. Endlich mal was geschafft, ohne getroffen zu werden, und dann explodiert er einfach und rotzt mich hier nochmal voll. Das ist doch nicht normal. So, was hast du hier? Ein Legionärshelm. Schaue ich mir gleich an. Mal schnell auf die Karte schauen. Also zum Heiligtum muss ich wohl gehen. Ich scheine also schon ganz in der Nähe zu sein, weil Heiligtum, das klingt so endgültig. Ich weiß es nicht. Heiligtum von einem Tempel, einer Höhle oder was auch immer. Wobei, ein Heiligtum in der Höhle habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das hier sollte auch eher Unheiligtum heißen. Jetzt hat er mich einmal erwischt, glaube ich. Toll, Sibyl ist tot. Dankeschön für die Hilfe. Ich habe mal einen Heiltrank. Oh je, ich stehe hier echt kacke. Oh shit! Ja, jetzt bin ich tatsächlich mal gestorben. Schon doof jetzt. Gut, dann versuche ich es jetzt halt nochmal. Lass mal in den Tarnmodus gehen vielleicht. Ja, der hat mich schon wieder gesehen, das ist doch... Das ist doch doof. Ich weiß auch nicht, was der Mauszeiger da macht. Ja, okay, jetzt ist er wieder weg. Mein Licht ist aus. Es werde Licht. Geh doch in die Falle rein. Danke. Wege ich halt erstmal den hier weg. So. Der hier ist auch hinüber. Gut. Oh, der explodiert. Ja, ich vergesse es immer. Heiltrank, Heiltrank. Okay. Flammen aktivieren. Und los geht's. Da ist noch einer. Ach, das ist wieder einer mit dem Schild. Komm, schlag zu. Ne, also direkt wieder anspringen bringt wohl nichts. Muss ihn gleich umlaufen. Der hat das Schild nämlich ziemlich schnell wieder oben. Ups. So. Da muss ich nicht hin, aber da muss ich hin. Und was gibt's hier?
Ist das hier oben? Ich glaube, da komme ich her, oder? Hm. Egal. Einfach dem Pfeil nach. In der Hoffnung, dass nicht noch... Hm? Ah. Na gut, Rohmetall ist es nicht so der Bringer. Ja, man braucht echt Unmengen an Rohmetall. Aha. Okay. Habe ich das jetzt übersehen bisher? Nee, das wollte ich nicht. Ah, gucke mal da. Das habe ich bekommen. Widerstand gegen Kälte hat sich verschlechtert, aber plus 20 maximale Magie. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Dann mal ab ins Heiligtum. Oh, ein Berg voller Leichen. Ja, ganz schön gemütlich hier. Okay, was kommt jetzt? Oh! Du bist hässlich. Lass mich in Ruhe. Würdest du das lassen? Also ich dachte, dein Kumpel, der Moloch, wäre hässlich, aber... Mama ist bestimmt stolz auf dich. Du bist du es, der das Dorf ausspioniert hat. Sieht aus wie so ein Gargoyle oder so. Jetzt, wo ich dich sehe, verstehe ich, dass du dich nicht gezeigt hast. Der macht ganz schön Schaden. Oh ja. Ich höre übrigens deine Stimme nicht mehr in meinem Kopf. Aber das weißt du bestimmt schon, oder? Also, wenn du mir etwas erzählen willst, musst du es auf Stufe 15. Vergiss es. Ich bin hergekommen, um zwei Dinge zu tun. Pilze zu sammeln. Nicht sterben. Jemanden in den Arsch zu treten. Weißt du was? Ich habe keine Pilze gefunden. Ja, Pilze. Heiltrank. So, mein letzter Mana-Trank wird auch noch verballert. Oder auch nicht, was war da jetzt? Ist da was schief gelaufen? Ist egal, ich hab ihn gleich. Ah. Gibt der immer noch nicht auf. Du darfst jetzt gehen. Wo ist der Dämon, wenn man ihn braucht? Bam! Geht doch. Um den ist es nicht zu schade, glaube ich. Glaubst du, dass du gesiegt hast? Lebt ja noch. Die Todwandler kommen. Dein armseliges kleines Dorf wurde entdeckt und wird schon bald untergehen. Heute falle ich, doch Dutzende neuer Brüder und Schwestern werden auferstehen. Die dunklen Eisfürsten werden mich erneut beschwören. Und mich belohnen. Oh je. Deine dunklen Fürsten haben sich noch nicht mit mir angelegt. Okay. Das war wohl so eine Art Drohung. Das war wohl noch nicht das Letzte, was wir von den Untoten gesehen haben und gehört haben. Das wäre ja auch zu einfach, wenn das schon reichen würde. Die Eisfürsten selbst haben wir noch nicht getroffen. Ich glaube, man hat mal kurz einen gesehen, aber gegen sie gekämpft habe ich jetzt noch nicht. Jetzt gucke ich nochmal, ob es in der Höhle irgendwas gibt, was man übersehen könnte. Nee. Ich glaube, da geht es auch nicht mehr weiter. Okay,
Okay, jetzt soll ich wieder zurück nach Valvenor. Ah ja, okay, da geht's wieder hoch. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.